Mein Name ist Thomas Rödl. An der Hochschule Merseburg lehre ich organische Chemie und zusätzlich im Studiengang angewandte Chemie bin ich Studienfachberater. Im Kern besteht das Studium angewandte Chemie aus einem Dreiklang von Vorlesungen, Übungen und Praktika. In den Vorlesungen wird das theoretische Wissen vermittelt. Dazu kommen Übungen und schließlich ganz wichtig die Praktikas in unseren Laboren. Mein Name ist Valentin Zepus. Ich bin Professor für Instrumentelle Analytik und Kunststoffanalytik. Bevor ich zur Hochschule kam, habe ich bei Procter & Gamble als Senior Scientist gearbeitet. Und bei dieser Arbeit habe ich festgestellt, die Wissenskommunikation zwischen Naturwissenschaftlern, Ingenieuren und Managern ist ein essentieller Bestandteil. Davon profitieren auch die Studierenden. Unter der Anleitung erarbeitet man dann erstmalig selbstständig und bekommt das Handwerkszeug vermittelt, um eigene praktische Erfahrungen zu sammeln. Mein Name ist Goran Kalogerovic. Ich lehre anorganische Chemie und Umweltchemie. Bevor ich zur Hochschule Merseburg kam, habe ich in Belgrad promoviert und danach als Humboldt-Stipendiat in Halle geforscht. Die Impulse aus der Forschungsarbeit machen sich natürlich auch hier im Lehralltag bemerkbar. Weil zu jeder theoretischen Einheit auch ein praktisches Beispiel gebracht werden kann, das die Sache dann abrundet. Das ist dann auch der grundlegende Unterschied zu einem Chemiestudium an der Universität. Bei uns ist das Studium hundertprozentig praxisorientiert. Bei uns fließen sozusagen die Problemstellungen, die Fragestellungen der chemischen Industrie direkt in das Studium ein. Wir arbeiten mit Forschungsinstituten in Europa und weltweit zusammen. Das ist auch gut für die Studierenden, denn dabei entstehen Themen für Projektarbeiten, für Abschlussarbeiten und idealerweise auch ein Einstieg in das Berufsleben direkt im Anschluss an das Studium.